Grüezi wohl, Vogt. Grüezi wohl, Vogt. Scheiber. Ein Scheiber. Grüezi, Sigmund. Herr Sigmund, grüezi wohl. Grüezi wohl, guten Morgen. Hören Sie uns noch zum Herrn Schilling lassen? Wir sind in der Medienkonferenz. Ja, von welcher Firma sind Sie? Von Burg Compression. Also mein Name ist Vogt, ich bin vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Also nicht drauf, aber nicht mehr, Sie hören schon. Ich höre schon, ja. Wunderbar, Bett. Danke vielmals. Ja, eben das Arbeitgeberpräsidium, wo ich an dieser Funktion, wo ich heute jetzt da bin, am Morgen, das ist ein Ehrenamt, also das ist um Gottes Lohn, ich komme nicht für das über, ich wende über 50% von meiner Zeit für das auf. Oder nicht? Es sieht noch nicht so voll aus da drin. Sind ja, wir ein bisschen zu früh? Sieht man ja nicht. Er muss ein Selfie natürlich. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, freiwillige Massnahmen statt Quoten. Wir teilen zwar das Ziel des Bundesrates, den Frauenanteil an der Spitze der Unternehmen zu erhöhen. Der Staat soll sich aber von der Personalpolitik unserer Unternehmen fernhalten, wenn die Wirtschaft selbst aktiv ist. Das ist sie. Wir haben ja vorher auch noch kurz geschaut, bei ihm jetzt. Er als Verwaltungsratspräsident von der Burkhardt Compression. Ja. 3/4 sind Männer, oder? Das ist eine Frau, oder? Wir haben eine Frau und irgendwie 4. Und eine Frau in der Geschäftsleitung von 5 Leuten, glaube ich. Danke für die Einladung. Wieso haben Sie nicht mehr Frauen? Wir haben bewusst jemanden gesucht, wo ein Kompetenzprofil mitbringt. Und das war eine Frau jetzt in diesem Fall. Das ist für uns okay, oder? Das ist gut. Aber wir glauben nicht an Quoten und einige Sachen. Das ist jetzt noch spannend. He? Wie können wir jetzt da wieder raus? Wir wollen eigentlich auf die Brücke rauf, das ist eigentlich das Ziel. So stellen wir es dann. Haben Sie sich denn jetzt vorbereitet auf das Interview noch? Er hat mir heute Morgen um 8:30 hat er mir ein Zeug geschickt. Ja. Ja. Oder per 8:00. Ich habe ja schnell drin geschaut, aber ich habe es überflogen. Ich habe es einigermaßen im Griff. Gut, sehr schön. Die habe ich auf Dings gestellt. Eine Verwaltungsrätin und eine Frau in der Geschäftsleitung. Sind das Alibi-Frauen? Definitiv nicht. Also ich glaube, das Leistungsprofil, das wir von einer Frau einfordert, ist das gleiche wie von den Männern. So, schön sie miteinander. Genau. Sind Sie Veganer oder Vegetarier? Ich bin Allesesser. Allesesser. Mein Lieblingsmenü heisst Abwechslung. Super, danke. Ciao. Merci. Ciao. Es ist ja ein ehrenamtliches Mandat. Wieso machen Sie das? Ja, oder ich habe einfach das Gefühl, ich habe sehr viel bekommen von diesem Land. Ich konnte eine tolle Ausbildung machen, ich konnte ein tolles Unternehmen aufbauen. Und ich finde, man sollte etwas zurückgeben. Ich bin auch Mitinhaber von dem Unternehmen in Winterthur. Ich bin einer der grössten Aktionäre. Das hilft natürlich auch, muss sich das finanziell auch einrichten können, dass das auch funktioniert. Sind Sie der Brave gewesen, vielleicht der Streber oder eher doch einmal ein bisschen rebellisch? Ja, ich wollte schon früh eigentlich immer etwas bewegen und etwas machen. Ich war einmal in der Pfadi vor irgendwie etwa 10 Jahren, oder? Und bin dort auch vom Wölfli quasi, wo das sind ja die Kleinen bei der Pfadi, dann zum Stufenleiter bei der Pfadi aufgestiegen und dort eine Verantwortung übernehmen, habe nachher auch Militär. Ich bin Oberstleutnant geworden und habe ein Geniebataillon geführt während längerer Zeit. Ich hatte immer Freude, mit anderen Leuten zusammen etwas Gemeinsames zu erreichen. Das ist alles uns, das ganze Land. Die Dings da hinten, die alten Gebäude, sind auch uns. Das ist unsere Landreserve. Also die Tiefgarage wäre effizienter, oder könnten Sie oben dran gerade noch mal ein Gebäude drauf? Ja, es ist einfach ein bisschen teuer, oder? Wir sind in der Industrie, wir sind keine Bank. Gibt es ein Schwierigkeiten aktuell? Ja, wir haben jetzt da zum Beispiel im Neumaschinengeschäft einen substanziellen Einbruch vom Bestellungseingang gehabt den letzten Monat und haben jetzt eine Kurzarbeit im Neumaschinenbereich. Ja. Das Servicegeschäft läuft eigentlich gut, aber das gibt es ja bei uns halt etwa Zyklen, wo das so ist. Das ist nicht, das wünscht sich keinen, aber es ist halt einfach so, wie es ist. Hunderte von Mitarbeitern, das ist schon eine grosse Verantwortung, die auf einem lastet. Ja, das ist so, ja.
Also jetzt als Verwaltungsratspräsident wahrscheinlich weniger, aber vorne... Als CEO, ja. Das ist ja jeden Tag. Ich meine, das Ausrechnen, wir haben irgendwie... Wir haben, 2000 Leute, wir zahlen im Jahr 200 Millionen Löhne, oder? Das Gefühl, Sie sind recht zackig unterwegs, wenn Sie da am Umlaufen sind. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Nein, aber es ist einfach, ja. Gut, nützt ja nichts, wenn wir hier durchschnacken, oder? Ja. Hallo? Ich komme ja, okay. Oh, es wird dreifach. Oh, dreifach, das ist chinesisch. Genau, und schwarz. Was sind die Kisten da? Handy-Depot. Handy-Depot, für was genau? Das ist, wir haben mal eingeführt, dass man während der Sitzung dass man keine Handys kann benutzen oder soll benutzen. Geregelten Ablauf. Geregelten Ablauf, ja. Okay.